was ich heute in GTA 5 zeichnen werde, wird einfach mal real. Bedeutet, egal was ich malen werde, alles wird 1:1 so im Spiel erscheinen. Doch was am Ende passiert ist, werdet ihr mir nicht glauben. Deshalb bleibt bis zum Ende dran. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Also ich meine das ernst. Like jetzt das Video. Ich hab's ganz genau gesehen. Ihr habt nicht auf den Like-Button gedrückt. Aber egal, ich würde sagen, lasst uns mit dem Video starten. Ganz viel Spaß mit der heutigen Folge GTA 5. Oh mein Gott, Freunde, wir sind endlich in GTA 5 angekommen. Und ich habe heute einfach mal einer der krassesten Mods aller Zeiten installiert. Und zwar, Leute, könnt ihr es schon sehen, habe ich gerade einfach mal mein Malprogramm geöffnet. Und hier kann ich, wie es der Name schon sagt, natürlich einfach alles malen, was ich will. Ich mache jetzt hier zum Beispiel einfach mal so einen Strichmenschen mit zwei Augen und einem Mund. Sobald ich das Ganze dann quasi speichern werde, wird das Ganze quasi im Spiel übernommen. Deshalb löschen wir das mal ganz schnell wieder, bevor wir hier gleich aus Versehen noch zu einem Strichmenschen werden. Das heißt, wir sind zurück in GTA, Leute. Und ich denke, jetzt wisst ihr schon mal so grob, wie das Ganze funktioniert. Ich gucke auch direkt mal, wie wir uns das am besten zu Nutzen machen werden. Und ich habe da auch schon so die ein oder andere Idee. Und zwar sage ich euch ganz ehrlich, die letzten Monate hier liefen ehrlich gesagt nicht so gut. Weshalb ich wieder mal ein bisschen mehr Geld brauche. Und ich glaube, dafür werden wir jetzt einfach mal eine Bank ausrauben, Leute. Und ich würde sagen, lasst euch einfach mal überraschen, was ich hier gleich vorhab zu malen. Denn ihr seht, ich habe nämlich leider aktuell auch nur eine Pistole, weil für mehr hat es einfach nicht gereicht. Aber ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt einfach mal hier in die Bank rein. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt hier einfach mal einen Überfall in 3, 2, 1. Und bam, Leute, wir haben einen Überfall gestartet. Jetzt seht ihr unten links haben wir so rote Punkte. Und zwar sind das die Kameras. Die müssen wir jetzt erstmal hier schnell ausschalten. Oh nein, ich habe auch direkt die ersten Sterne bekommen. Aber das passt eigentlich ganz gut zu dem, was ich gleich zeichnen werde. Wir müssen doch jetzt erstmal ganz schnell gucken, dass wir die letzte Kamera ausschalten. Da bist du also, komm. Komm her, Kollege. So, jetzt müssen wir noch einmal hier die Frau nach vorne holen. Komm schon, mach gefälligst den Safe auf. Ja, lauf immer weiter, weiter geradeaus. Leute, ihr seht, die muss uns nämlich jetzt hier gleich die Tür aufmachen. Du kannst dich auch ruhig ein bisschen beeilen, Mann. Komm schon. Okay, wir sind schon mal drin. Jetzt die Tür hier noch. Komm schon, mach schneller. Okay, die Tür ist auf. Danke für deine Hilfe, aber dich brauche ich nicht mehr. Bam. Und dann, ihr seht, die Polizei ist da. Und ihr seht auch, mittlerweile sind das einfach 5 Sterne. Ich glaube, mit einer Pistole kommen wir da nicht weit. Hier. Oh, oh. Oh mein Gott, das sind viel zu viele. Oh Mann, beruhigt euch. Okay, Leute, ich glaube, jetzt wird es Zeit, die erste Sache zu malen. Das heißt, wir gehen über zum Malprogramm. Und dann würde ich sagen, malen wir jetzt einfach mal was ganz Besonderes. Und zwar wird das einfach mal, naja, wie soll ich sagen, eine Waffe. Vielleicht erkennt ja der ein oder andere schon was. Was ist sein... Okay, okay, Mann. Ja, okay, ich verstehe, man erkennt nichts. Aber ihr müsst nur noch kurz Zeit geben, Leute. Ich beeile mich. Okay, Leute, vielleicht erkennt man ja jetzt schon so grob, was es werden soll. Und zwar werde ich einfach mal einen RPG malen, Leute. Ja, einen Raketenwerfer. Jetzt kommt hier noch so eine kleine zweite Halterung ran. So, zack. Also ich sag euch ehrlich, bisher sieht es gar nicht so schlecht aus. Zack, zack. Und fertig, Leute. Ich denke, man kann das so grob erkennen. Jetzt muss ich eigentlich nur noch auf Speichern drücken. Und dann müsste das Ganze eigentlich auch ingame sein. Ich würde sagen, wir drücken auf Speichern. Komm, Freunde. Ich habe gespeichert und es hat funktioniert. Ihr seht, wir haben einfach mal einen RPG bekommen. Und Bruder, was geht denn da unten links ab? Ich glaube, jetzt wisst ihr auch, warum wir diesen RPG hier brauchen. Ich würde sagen, wir testen ihn direkt mal aus. Überraschung. Okay, ich glaube, er funktioniert, Leute. Hä? Werde... Bro, was ist denn hier los? Junge, mach durch ab! Boah! Junge, zum Glück haben wir diesen Raketenwerfer, Leute. Und die nächsten. Okay, Leute. Bevor wir hier sterben, würde ich sagen, rennen wir lieber schnell in die Bank rein. Und jetzt klauen wir schnell das Geld. Komm schon. Das heißt, wir packen hier einmal das Gold in die Tasche rein. Leute, wir haben schon knapp eine halbe Million gleich, Digga. Das gibt's nicht. Aber ihr seht unten links, Bruder, so ein Bankraub. Digga, das ist nicht mehr normal. Das heißt, ich sag euch ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt hier wegkommen sollen. Junge, das sind viel zu viele Polizisten. Mach euch weg. Okay, wie kommen wir am besten hier unauffällig wieder raus? Lasst mich überlegen. Wir können ja an sich direkt was Neues zeichnen. Okay, wartet. Wir springen kurz rüber zum
Normalprogramm. So, okay, Leute, wir sind wieder hier angekommen. Ihr habt gesehen, dass mit dem Rocket Launcher schon mal funktioniert, aber das sind irgendwie trotzdem ein paar zu viele Polizisten. Und ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir da unauffällig rauskommen können. Und zwar müssen wir dafür eigentlich nur Folgendes malen. Und zwar brauchen wir dafür einmal hier so einen Kreis. Glaubt mir, Leute, ihr werdet gleich noch verstehen, was ich hier vorhab. So, jetzt haben wir das hier auch schwarz gemacht. Jetzt sieht das so ein bisschen wie ein Reifen aus. Und es hat auch was mit dem Reifen auf sich. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein was, Leute. Und zwar einmal ein Sitz. So, der kommt hier hin. Und ein Lenkrad, Leute. Und zack. Okay, ja, ihr seht richtig. Das ist ein Reifen, worin ein Stuhl mit einem Lenkrad ist. Ihr fragt euch jetzt, was ist das? Ich würde sagen, wir werden es herausfinden. Ich drücke auf Speicher. 3, 2, 1 und bam, Freunde. Okay, ich glaube, es hat funktioniert. Das ist einfach wirklich ein Reifen mit einem Stuhl und einem Lenkrad, wo ich drin sitze. Und ich glaube, wir können das wirklich steuern. So, jetzt müssen wir nur ganz unauffällig hier einmal rausfahren. Ihr seht, wir haben nur noch 2 Sterne. So, ich bin gar nicht da, ja? Ihr seht auch, es sind schon voll viele Polizisten weg, weil ich meine, ist natürlich gar nicht auffällig, wenn da einfach so ein rollendes Rad aus einer Bank rausfährt. Ey, Leute, ihr seht, egal was ich zeichne, es geht einfach wirklich. Ich mein, Bruder, wie sieht das aus? Guckt euch mal an, wie sich mein Charakter einfach in dem Rad so überschlägt. Ich meine, es ist genau, wie ich es gezeichnet habe. Einfach ein Rad mit einem Lenkrad, wo wir drin setzen können. Und Digga, das ist sogar voll schnell. Schaut mal, wir fahren 160 km/h damit. So, okay, ihr seht, wir haben nur noch 1 Stern mittlerweile. Digga, diese Radtaktik hat echt funktioniert. Von 5 Sterne auf keinen. Ihr seht, wir sind einfach die Polizei los. Ich sag euch, diese Zeichnen-Mod ist die coolste Mod aller Zeiten. Ey, ich werde gleich noch so verrückte Sachen zeichnen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr an meiner Stelle zeichnen würdet. Aber ich sage euch ehrlich, langsam wird der Reifen irgendwie ein bisschen zu langweilig. Ich will langsam mal so ein richtiges Auto, aber so ein richtig schnelles Auto, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, dafür würde ich sagen, packen wir hier einfach mal ganz kurz den Reifen, Leute. Und öffnen mal wieder unser Malprogramm. So, Leute, wir sind wieder in unserem Malprogramm angekommen. Und ich weiß, glaube ich, schon, was ich zeichnen werde. Ich würde sagen, ich fange einfach an mit Zeichnen. So, und bevor ihr mich gleich wieder alle auslacht, seht einfach selbst, wie krass das jetzt wird. So, das ist erstmal ein Reifen. So, und um den Reifen rum kommt so ein Dingensbummens. Also, keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, ihr denkt euch so... Junge, das wird so heftig. Ihr glaubt mir das gar nicht. Ihr müsst euch das so ein bisschen wie eine Rakete vorstellen. Und zack. Okay, Leute. Das ist es eigentlich auch im Prinzip schon. Ich weiß, sieht sehr einfach aus, aber ich glaube, ihr alle erkennt es. Und zwar ist das einfach mal ein Raketenauto, Leute. Und ich würde gar nicht lang rumschlagen. Ich würde sagen, wir speichern das Ganze einfach mal und schauen, ob das Ganze auch in-game funktioniert. Ich würde sagen, ich drücke auf Speichern. 3, 2, 1 und speichern. Bam, Leute. Bro, es hat funktioniert. Digga, also bis auf die Farben ist es ja wirklich genau, wie ich es gezeichnet habe. Digga, das ist wirklich ein richtiges Raketenauto, Leute. Und da würde ich sagen, gucken wir mal, wie schnell dieses Auto ist. Ich meine, allein die Beschleunigung ist schon richtig krass. Und ich glaube, oh mein Gott, Bro. Ihr seht, auch hinten ist auch diese Turbine drin, die sich dreht. Aber ich würde sagen, wir testen einfach mal, ob es wirklich einen Raketenantrieb hat. 3, 2, 1 und... Bro, Digga, es geht wirklich. Ich hau mich weg. Junge, Bruder, das Auto. Wie schnell ist dieses Raketenauto? Digga, es rammt einfach alle Autos zur Sa... Wie weit fliegt der Bus? Wir müssen jetzt mal kurz auf die Autobahn damit. Weil ich meine, hier in der Stadt ist das viel zu schnell. Ihr seht, wir sind jetzt schon bei 500 gewesen und wir überschlagen uns, Bro. Ab geht's damit auf die Autobahn. Hier, die Polizei wird mich niemals kriegen. Wir können jetzt hier ein bisschen Vollspeed geben. Und Digga, oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, Bro. Wir waren gerade bei 600 km/h. Junge, wie schnell beschleunigt das? Ey, Leute, ich glaube, ich muss gleich nochmal was Neues zeichnen, damit wir das Auto hier komplett austesten können. Wir haben jetzt kurz eine gerade Strecke. Wir können hier mal voll durchballern und... Bruder, wir sind bei 1000 km/h fast gewesen. Oh mein Gott. Ey, wisst ihr was? Ich glaube, das bietet sich hier direkt an, um das nächste zu zeichnen. Und deshalb würde ich sagen, Leute, öffnen wir kurz das Malprogramm und malen die nächste Sache. So, Leute, wir sind wieder im Malprogramm angekommen. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht lange.
Wir malen hier direkt die nächste Sache. Und zwar muss ich mal kurz überlegen, wie wir das am besten malen. Ich glaube, dafür nehme ich mir einmal hier so ein Viereck mäßig. So, zack. So, und an das machen wir nochmal so einen kleinen Rand hier ran. Der wird quasi auch nochmal so. Und hier auch nochmal. Und jetzt brauchen wir einmal rote Farbe. Und machen hier überall so kleine rote Streifen hin. Ich glaube, bisher denkt ihr euch so, Bro, Lumex, was machst du da? Ich würde sagen, Leute, lasst mich mal ganz kurz malen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bin so gut wie fertig. Es fehlt nur noch eine Kleinigkeit. So, zack. Ja, okay. Also, ich weiß nicht, ob man das so ganz erkennt. Ihr müsst euch vorstellen, das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Das geht noch ganz, ganz lange so weiter. Ich schreibe das sogar extra mal dazu. Und zwar geht das quasi nochmal so 20 Kilometer in die Länge. Und ich würde sagen, bevor ich mich jetzt hier viel erkläre, drücken wir einfach mal auf Speichern und schauen, ob das Ganze in-game übernommen wird. 3, 2, 1 und speichern! Bam, Leute! Okay. Irgendwie ist nichts passiert. Okay, vielleicht lag es daran, dass man es nicht so gut erkennen konnte, Leute. Weil ich glaube, die Mod funktioniert nur, wenn man es wirklich erkennt. Aber warte mal, seht ihr das oben links? Warte mal, ich glaube, es hat doch funktioniert. Schaut mal oben links in der Luft, Leute. Da könnt ihr eine richtig lange Linie sehen. Ich würde sagen, wir fliegen da mal ganz kurz hoch. Okay, Leute, wir sind oben angekommen und ihr seht, es hat funktioniert. Es ist eigentlich schon ähnlich, wie ich es gezeichnet hatte. Und zwar, seht ihr, habe ich einfach mal so eine richtig lange gerade Strecke gemalt. Die jetzt quasi mehrere Kilometer einfach geradeaus geht. Aber ich würde sagen, wir sitzen drin, Leute. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt auch direkt los auf unserer neu gezeichneten Strecke. 3, 2, 1 und bam! Leute, es geht los. Oh mein Gott. Wir fahren jetzt schon 700. Wir machen mal Nitro. 3, 2, 1 und bam! Und ihr seht, Leute, wir sind bei 3000, Bruder, 3500 km/h. Bro, niemals. Digga, wir waren gerade bei 3500 km/h mit dem Auto. Das ist gefühlt der Rekord, Leute. Ich bin noch nie so schnell gefahren. Digga, das Raketenauto ist echt geisteskrank. Wir müssen nochmal auf die Rampe, weil wir sind leider einfach von der Rampe abgekommen, weil das so schnell war und so unkontrollierbar ist. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder auf der Rampe oben. Okay, Leute, wir sind nochmal oben auf der Strecke angekommen. Und ich würde sagen, wir geben hier jetzt direkt Gas, machen auch direkt Nitro zu Beginn. Und ihr seht, wir sind jetzt schon wieder bei knapp 3300 km/h. Okay, wir sind wieder bei 3600. Neuer Rekord, Leute. Und ihr seht, wir sind wieder abgekommen. Fliegen einfach mit Vollspeed ins Wasser rein. Also ihr habt gesehen, ich glaube, wir hätten locker 4000 geschafft. Aber ab 3500 ist das so unkontrollierbar. Digga, geisteskrank, wie viel Spaß das gemacht hat. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob das neuer Rekord ist. Aber auf jeden Fall richtig heftig. So, okay, Leute. Wir sind wieder an Land angekommen. Aber ich würde sagen, es wird mal langsam wieder Zeit für eine neue Sache. Ich meine, es hat ja echt Spaß gemacht, da oben lang zu fahren. Aber ich glaube, wir müssen mal wieder das Malprogramm rausholen und was richtig Cooles malen. Das heißt, es geht zurück in das Malprogramm und ich würde sagen, Leute, ich schnack hier gar nicht lang, sondern ich mache mich hier direkt ran ans Malen. Und zwar starten wir mit so einem kleinen Viereck hier. Ihr checkt gleich noch, was es damit auf sich hat. Aber ich kann euch sagen, ich bin richtig gehypt auf das Ding hier. Weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Wir werden es herausfinden, ne? Das Aus machen wir dunkelgrau und hier innen machen wir das so ein bisschen heller. Und jetzt kommt hier einmal so ein Smiley hin, Leute. Vielleicht wisst ihr ja jetzt schon, um was es sich handelt. Ich würde sagen, ich mal einfach mal weiter. Mann, ich bin echt so schlecht im Malen. Leute, das kann man sich echt nicht angucken. Oh mein Gott. Hey, ich hoffe, das Spiel erkennt das. Oh mein Gott. Bro, wie schlecht sieht das aus. Ey, Alter, das ist auch gar nicht so einfach, hier mit Maus und Tastatur zu malen. Digga, das sieht echt aus, als hätte das ein Dreijähriger gemalt. Ey, Digga. Also, wenn das erkannt wird, dann war es das echt komisch. Ich würde sagen, Leute, ich mal kurz weiter. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute, ich bin fertig mit Malen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was es ist. Ich würde sagen, wir drücken einfach auf Speichern und schauen mal, ob GTA 5 das erkennt, was ich hier gemalt habe. Ich würde sagen, wir drücken auf Speichern. 3, 2, 1 und wow, Leute!
Leute, wir sind im Spiel eingekommen und nein, Lava. Als wenn das funktioniert hat. Ich habe einfach mal den TV-Man von den Skibidi Toilets gemalt und er ist einfach erschienen. Er läuft hier jetzt einfach rum, ist der nett? Weil ich glaube, der verfolgt mich jetzt, Leute. Ist das jetzt hier unser persönlicher Bodyguard oder so? Wir haben jetzt, glaube ich, einfach unseren eigenen TV-Man, der uns hier beschützt in GTA, Leute. Digga, okay, also echt Glück gehabt, dass er erkannt wurde. Ich hatte ihn zwar eigentlich schwarz gemalt, er hat jetzt hier einen blauen Anzug. Aber krass, der TV-Man wurde erkannt, Leute. Das heißt, wir haben hier jetzt einfach unseren persönlichen TV-Man-Bodyguard von den Skibidi Toilets. Also meint ihr, der verfolgt mich jetzt auch, wenn ich in ein Auto einsteige? Okay, wartet. Wir besorgen uns mal ganz schnell ein Auto, Leute. So, okay. Hier steht eins am Straßenrand. Irgend so ein Sportauto. Ich würde sagen, wir steigen mal ein, Leute. Und ich glaube, er steigt nicht mit ein. Okay, sehr gut, Leute. Er rennt trotzdem hinterher. Aber auch wenn ich dich gezeichnet habe, TV-Man, du bist langsam ein bisschen gruselig. Ich glaube, ich ziehe erstmal ab. Ja, wir sehen uns später wieder. Tschüss. Mach's gut, TV-Man. Ich glaube, das war ein Fehler, den TV-Man zu zeichnen. Am Ende wird er mich jetzt zu den Skibidi Toilets verwandeln oder so. Okay, Leute, ich würde sagen, ich parke jetzt hier erstmal ganz kurz an der Tanke und hol mir hier kurz was zu essen, ne? Weil ich sag euch ehrlich, Digga, das war gerade echt bisschen aufregend. Und hab mir auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst gemacht. So, was haben Sie denn so im Angebot, Kollege? Vielleicht ein bisschen... TV-Man, was machst du denn schon wieder hier? Hä, wie ist der denn jetzt so schnell hierher gekommen? Oh nein, das ist echt langsam ein bisschen gruselig. TV-Man, das war so nicht abgemacht. Junge Leute, wie schnell ist der hierher gekommen? Ich glaube, wir sind jetzt irgendwie verflucht oder so vom TV-Man. Junge, der rennt mir immer noch hinterher. Ey, warte mal, Leute. Ich glaube, ich muss jetzt was machen. Ey, es tut mir leid, TV-Man, aber das kann so nicht weitergehen. Junge, bleib stehen, Mann! Puh! Er steht wieder auf. Junge! Bleib liegen, TV-Man! Oh mein Gott! Leute, wir haben einfach den TV-Man umgebracht. Oh mein Gott! Ey, ich weiß nicht, ob das ein Fehler war. Das heißt, Freunde, ich glaube, wir sollten lieber schnell die nächste Sache malen, um uns hier jetzt zu verstecken, weil am Ende kommt jetzt die ganze Camera-Head und Skibidi Dom Toilettenarmee. Nur weil ich den TV-Man umgebracht habe. Das wäre nicht so gut. Okay, lasst mich kurz überlegen, Freunde. Was könnten wir als nächstes zeichnen, was uns hier weiterhelfen könnte? Oh Mann, Lumex, überleg schon, mach schon, komm schon, irgendwas. Okay, warte, ich parke jetzt mal ganz kurz hier rechts einfach, steig mal ganz kurz aus. Und dann würde ich sagen, öffnen wir mal ganz kurz das Malprogramm, Leute. Okay, Freunde, wir sind wieder im Malprogramm angekommen. Ich würde sagen, ich fange jetzt einfach direkt an mit Malen. Und ich glaube, das könnte bisher das Größte werden, was ich hier überhaupt gemalt habe. Okay, egal, ich fange einfach an, Leute. Wir starten wieder mit einem Viereck. Ihr wisst, ich mag Vierecke. So, hier kommt genau noch so ein Viereck hin. So, bam. Ey, das Ding ist, Leute, ich glaube, ich muss hier jetzt auch so ein bisschen 3D machen. Ey, das kann ich ja so gar nicht. Egal, komm schon, Lumex, du musst das jetzt machen. Ich glaube, ich bin so gut wie fertig. Also, ich muss sagen, ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Auch wenn es vielleicht nicht so ganz danach aussieht. Aber ich glaube, ihr könnt so grob erkennen, was es sein soll. Egal, Leute. Lasst uns bitte einfach alle hoffen, dass GTA 5 das erkennt. Und wir das auch in-game gleich erhalten werden. Ich würde sagen, lasst mal ein Like dafür da. Ich drücke auf Speichern in 3, 2, 1 und Speichern! Oh! Hallo? Ist hier irgendwo... Niemals! Als wenn das jetzt geklappt hat, Leute. Also ganz kurz für die, die nicht gecheckt haben, was ich gemalt habe. Es sollte eine Riesenvilla darstellen, ja? Und so wie es aussieht, hat GTA 5 das auch erkannt. Sogar die eigenen Bodyguards. Wir haben eine eigene Garage. Und lol, es ist so ähnlich, wie ich es gezeichnet habe, Leute. Ihr seht, hier geht's die Treppe nach oben. Dann oben sind die Dreiecke, diese dreieckigen Dächer. Digga, es ist einfach wirklich eine Riesenvilla, die hier auf einmal erschienen ist. Es ist sogar eigentlich viel besser, als ich es gezeichnet habe.
habe. Ja, okay, das ist auch nicht schwer, aber... Leute, guckt euch das bitte einfach mal an. Als wenn wir jetzt hier einfach unsere eigene Riesenvilla haben. Hier können wir uns jetzt auch verstecken vor dem TV-Man. Aber ich meine, guckt euch das mal an. Habt ihr schon mal so eine krasse Villa gesehen? Allein diese Aussicht hier, Junge, das ist unglaublich. Ey, das macht so Spaß. Egal, was ich zeichne, alles kommt hier wirklich einfach in-game ins Spiel, Leute. Ey, wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir sogar unseren eigenen Helikopterlandeplatz. Den habe ich zwar nicht mit gezeichnet, aber ich meine, nehme ich trotzdem gerne. Mit einem vergoldeten Helikopter, Digga. Das ist geisteskrank. Lass uns direkt mal einsteigen. Oh mein Gott. Und dann gucken wir mal, ob Lumex auch Helikopter fliegen kann. Abheben. Jetzt seht ihr auch die Villa nochmal von oben, Leute. Es ist wirklich geisteskrank, wie die aussieht. Richtige Megamenschen. Aber okay, Leute. Ich würde sagen, es wird Zeit für das Letzte, was wir jetzt gemeinsam malen werden. Weil ich habe noch Bock auf was richtig, richtig Krasses. Ich würde sagen, wir landen jetzt hier einfach mal, zack. Und dann würde ich sagen, Leute, öffnen wir jetzt das letzte Mal unser Malprogramm. So, Freunde, wir sind wieder im Malprogramm angekommen und ich würde gar nicht lang rumschnacken, ne? Sondern ich würde sagen, ich fange hier direkt an mit Zeichnen. Und zwar starten wir hier einmal mit so einem Kopf. So, der kriegt auch so ein paar Strubbelhaare. Zack. Sieht wie immer besonders cool aus. Aber hier geht es diesmal nicht um die Haare, sondern eher um die Muckis, Leute. So, Freunde, also der Hauptteil ist fertig, aber der kriegt jetzt hier noch so ein paar richtige Muggis. Zack. Ey, ich hoffe echt, dass GTA das erkennt. Das sieht echt so bodenlos aus. Aber ich glaube, die Farbe wird es gleich machen, Leute. Vertraut mir. Und ich denke, spätestens jetzt solltet ihr und auch GTA wissen, um was es sich hier handelt. Weil ich meine, was ist sonst grün und hat Muggis, Leute? Ich denke mal ganz klar, da gibt es nur eine Person. Deswegen würde ich sagen, müssen wir gar nicht weiter zeichnen. Man erkennt jetzt, denke ich, hoffentlich so grob, was es sein soll. Ja, okay, es sieht ein bisschen komisch aus, aber ich würde sagen, wir drücken jetzt einfach auf Speichern und dann werden wir sehen, ob GTA erkennt, was ich hier gezeichnet habe. Und bam! Es hat anscheinend funktioniert. Leute, wir haben Hulk gezeichnet, ich habe auf Speichern gedrückt und wir haben uns einfach in Hulk verwandelt. Es hat funktioniert, ihr seht. Bam! Also wir können hier auch den Hulk-Brüller machen. Dann wir können rumlaufen, Leute. Können hochspringen. Können den Hulk-Mega-Punch machen, Digga. Es ist geisteskrank. Ihr seht, wir können jetzt hier einfach als Hulk spielen. Mann! Es macht so Spaß, Leute. Können wir auch so Autos nehmen? Wir können auch Autos nehmen und die einfach wegwerfen. Bam! Oder wir schnappen uns einfach nochmal ein Auto. Springen damit hoch und smashen es einfach runter. Oh mein Gott! Aber damit würde ich sagen, Leute, sind wir hier auch langsam am Ende angekommen. Wir klettern hier jetzt nochmal auf den Maze Bank Tower. Zack. Und dann würde ich sagen, Leute, soll es das auch mit dem heutigen Video gewesen sein. Wenn euch das Ganze gefallen hat mit dem Zeichnen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen zur neuen Folge. Bis dahin, Hulk und ich sind raus!